Reise quer durch Europa dieses Jahr in Österreich Station machen. Denn es gibt mir Gelegenheit, mit Ihnen ein paar Gedanken zur Bedeutung von Kulturerbe im nationalen und europäischen Kontext zu teilen. Im Vordergrund steht das politische Bekenntnis der österreichischen Bundesregierung zur öffentlichen Finanzierung von Kunst und Kultur und zu einer nachhaltigen Absicherung des kulturellen Erbes. Beides ist im österreichischen Bundesfinanzgesetz verankert. Denn Kunst und Kultur sind ganz besonders öffentliche Aufgaben und dürfen nicht mit privatwirtschaftlichen Kriterien alleine gemessen werden. Moderne Kulturerbepolitik hat trotzdem auch die rechtlichen, finanziellen und steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen. Die Förderung des kulturellen Erbes ist als Bestandteil einer langfristigen Entwicklungsstrategie gleichermaßen für urbane und ländliche Regionen zu begreifen. Dazu hält die zeitgemäße Weiterentwicklung unserer nationalen Regelungen zum Schutz und zur Erhaltung des kulturellen Erbes ebenso wie die steuerliche Berücksichtigung von Spenden und Sponsoring im Bereich des Denkmalschutzes. Das europäische Pendant ist das neue EU-Programm Creative Europe für die Jahre 2014 bis 2020, in dem die Förderung des Kulturerbes explizit als Ziel verankert ist. Eine neue Initiative ist das europäische Kulturerbesiegel, das an Städten von symbolischem Wert für die europäische Einigung und Geschichte verliehen wird. Hier geht es darum, den Zugang zum kulturellen Erbe zu erleichtern und vor allem junge Menschen in Europa durch moderne und mehrsprachige Vermittlung für das Thema zu begeistern. Die ersten Städte wurden Anfang April in Brüssel ausgezeichnet, darunter auch die Ausgrabungsstätte Carnuntum in Österreich, worauf wir sehr stolz sind und wozu wir herzlich gratulieren. Diese Auszeichnung ist ein Beweis dafür, dass uns in Österreich die Zeugnisse und Denkmäler der Vergangenheit wertvoll und wichtig sind. EU-Initiativen wie Europa Nostra, das europäische Kulturerbesiegel oder die europäischen Kulturhauptstädte sind speziell vor den bevorstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament und der leider manchmal noch immer vorhandenen EU-Skepsis besonders wichtig, um das Projekt Europa für die Menschen greifbar zu machen. Nirgendwo anders auf der Welt erlebt man auf relativ kleinem Raum so viele unterschiedliche Kunst- und Kulturdenkmäler der Vergangenheit und Zukunft wie in Europa. Diese Vielfalt vereinigt uns. Deshalb sind wir alle gefragt, als Botschafter der Kultur den positiven europäischen Gedanken zu verbreiten und die kulturelle Vielfalt Europas gebührend zu feiern. Ich gratuliere jetzt schon allen Preisträgerinnen und Preisträgern und freue mich nun auf die Verleihung. Vielen herzlichen Dank.